Oh, ein Mondstein. Und ein Dick da. Ein Deck da noch. Bin ich jetzt hier? Und eine gibt es Toxic. Wow. Und Lin Fu. Und Panzer Eron. Wow. Pokémon. Ganz viele Pokémon. Und ich liebe Pokémon. Viel mehr als ihr glaubt. Sehr gut. Ich muss mindestens auf 50 kommen, dann könnte ich. Packung frittiert das. Peter, der Mann, ich hab auch keins. Pantalon. In Dynalos. Du Drecksvieh! Oh, der hat gewonnen. Ne, ich dachte. Hätte mich nicht gewonnen. Hätte mich nicht. Oh Gott, Sturzflug. Aua! Sehr gut. Ja, jetzt haben wir auch ein Panzer Eron. Linfu. Linfu Wishu Shoutsu. Was? Oh, was ist denn das?
Dynamax-Kanone. Dynamax-Kanone. Oh, Scheinwuchs. Boah, er schreckt mich jedes Mal bevor ein Dünger los. Ah. Da. Kiesling. Boing, boing. Uff, nerv doch nicht. Na, das dauert noch ein bisschen. Du musst dafür erst die drei Prüfungen im Dojo bestehen. Aber es ist cool, dass sie das eingebaut haben, dass die Pokémon einen wieder hinterher dackeln. Ja gut, aber wenn du wegen Arbeit kaum Zeit hast, ist es ja kein Wunder. Außerdem, man muss ja auch nicht hetzen. Wir müssen ja schließlich dran denken, das zweite DLC kommt erst im Herbst. Komische. Huch!
passiert, wenn ich den da anquatsche? Also. Ich bin immer würdig, ich bin die Würdigkeit in Person. Ja. Oha, er entwickelt schon sein Magnetilo. Der feine Herr. Oh. Ein Wuwels. Oh, ich auch wieder drei Stück. Ups. Dick das am YouTube steckt. Ein Mollung. Ah, die Fleckmann sind eigentlich relativ einfach, Lete. War ich da schon? Oh, Megalun, nein, war ich nicht. Ach so, so, doch, ist der abgestimmt. Ups. Guck mal, ob ich nicht welchen Dick da übersehen habe. Also ich habe eh ah, da. LOL, was tut ein Ramos her? So, hier pimmen noch drei Diktas rum.
gefangen. Ist. Anders formuliert. Wo hast du es gefangen? Da. War hier einfach. Null. Muss ja gestehen. Ah, da bist du, okay. Muss ja gestehen, anfangs dachte ich, das Ramoth ein legendäres. Ah, jetzt Maultoxik. Ah, lässt du mich in Ruhe, du Hund. Ja, anfangs dachte ich ja, dass es ein legendäres Pokémon ist. Weil man es ja in Schwarz-Weiß nur einmalig fangen konnte. Ja, gut. Dem war nicht so, es ist bloß selten. Ich glaube, in X und Y gab es ja diesen Wald, wo es vorher Ignivor zu finden war. Und ohne Witz, Ignivor zu einem einzelnen Prozent. Ich glaube, ich habe 3 Tage gebraucht, um dieses Trixie zu finden. Oder 3 Stunden. Oder waren es gefühlte 3 Stunden? Ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls gefühlt ewig gebraucht. Es war zum Kotzen. Da ist ein Diktar. Ein Diktar. Dieses einzelne Diktar zu finden, wird jetzt sein wie die Nadel im Heuhaufen. Und also, oh, das ist ja auch. Hoch. Süß. Irgendwie süß, wie es einem hinterher läuft. Also fang nix. Na, wie Scheinlux, Luxio, dafür auch Luxtra. Bedrohung. Dieser kleine süße Bauer. Jetzt weiß ich das Ding ja, ne? Genau, ich bin auf der Fleißebene. Gut, da will ich jetzt aber nicht hin. Denn ich würde gerne das letzte Dick da finden. Auf. Verzeihung. Oh, ein Rihonio!
Nee, das ist wirklich im Fangmodus. Geht gut ab, oh, richtig gut. Jetzt entwickelt sich das Azurill. Nice. Knogge. Also Leta, wenn es dich stört, dass ich deine, dass ich deine, das, was mir angezeigt wird, kommentiere, dann sag das. Wo könnte dieses letzte verfickte Dick da sein? Da ist es! Ich hab's gefunden! Da? Da! Sehr gut. Haben wir. Fliege. Hier drin alle gefunden? Ich glaube nicht. Oh, warum sollte es mich nicht freuen? Azurill! Ja, man lädt da. Auch wenn ich jetzt eher diese verdammten Diktas suche. 150 Stück, Alter, wer fängt sich 100 oder besser gesagt 151 Diktas? Stimmt nicht mit dem. Ja, fast als wäre ich so bekloppt und würde 150 Glumandas befangen. Und sie halt zu Glurak weiterentwickeln. Gerade angedeutet, hätte er ihn fahren lassen. Oh, da hinten ist ein Diktator. Nice, Kämpfer gerade auch gelernt. Oh, verdammtes Drecksvieh.
Genau so. Wer fällt mir noch eins? Ein Azur fällt mir noch. Fangen. Was ich immer komisch fand, da Azurill ist ein Normal-Pokémon. Aber Meryl und Azumarill sind denn Wasser-Pokémon. Fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Mein Problem soll es nicht sein. Ich erschrecke mich manchmal vor meinem eigenen Pokémon. Dich brauche ich auch noch mal. Sehr gut. Wieder was geschafft. Sehr gut. Hier geht's wieder raus, oder? Ja, jetzt haben wir wieder noch Fleiß. Und ich wollte dich auch noch mal ein zweites Mal fangen. Juhu. Mann.
Dich nehme ich auch mit. Verzeihung. Ohne Witz, ich dachte gerade, der Typ hier ist ein NPC. Die Frikadellen, die du verbuddelt hast. Passier mich nicht. Nee, 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 hier hätte ich gerne eins. Warum erschrecke ich mich so vor meinem Indynalos? Jetzt hätte ich es gerochen. Alles. Wer zum Geier buddelt eine Flasche Mu. Also jetzt mal ohne Witz. Wenn ich eingebuddelte Milch finden würde, würde ich die da liegen lassen. Schnauze. Oh. Köter mit Köter. Oh, da ist ein Dicker. Meltan. Der zweiten Gen, eins der nervigsten Pokémon eines Adrenaleiters.
Nein, die Montes nerven nicht. Aufwärmtunnel. Ah, hier geht's doch zur Wüste, oder? Das verjagt mich doch nicht immer so. Oh. Oh, Suchrohr gibt's hier. Hast du jetzt zwei Skaraborns gefangen, Leute? Ich glaube, den fällt sowieso noch aus. Ich habe jetzt zwei. Warum hast du dir jetzt zwei Skaraborns gefangen? Hat das einen Grund oder was ein Versehen? So wie bei mir und dem. Memo-Reit. Oder haben die Geschlechtsunterschiede? Das ist nämlich ein guter Grund. Mensch! Reicht's mir aber! Gott! Ah, okay, also haben die Geschichte. Ja, schreckt mich jedes Mal halb zu Tode, wenn er auf einmal dieses verdammte Endynalos hinter mir auftaucht. Gut zu wissen, dann sollte ich mir vielleicht auch ein zweites fangen. Guck mal, was ich habe, dass ich dann. Ach, stimmt, ich glaube, beim Weiblichen sieht das Horn ja aus ein bisschen wie ein Herz, ne? Da blinkt was, hier blinkt was, ich will wissen, was hier blinkt. Da. Ach, du blinkt. Du juckst mich einen Scheiß. Sechs, Dicker. Ist noch eins. Sehr gut. Oh Junge.
Der Kuma ist happy. Sehr schön. Bin gleich wieder da.